Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Isaac Run. Und ja, wir haben ja jetzt The Lamp besiegt mit, ich weiß gar nicht mehr, mit wem wir das getan haben. Es ist schon wieder ganz ein Tag her, glaube ich, ein Tag her. Mit Eve war es, genau. Mit Eve haben wir ja immer sehr coole Runs. Und ich würde sagen, wir gehen heute Richtung Isaac dann eben, um auch das positive Dings zu bekommen. Das, wie heißt es denn? Poli, jetzt fällt es mir schon wieder nicht ein. Auf jeden Fall würde ich das sehr gerne mit dem Blue Baby machen. Hat verschiedenste Gründe, auf die ich gleich eingehen werde. Wir wollen uns das Polaroid holen. Genau, Polaroid. Das fiel mir wieder nicht ein. Oh, geil. Gleich mal ein Schlüssel. Und Kakao. Okay. Ist ganz gut. Wir können einfach ganz normal schießen, so wie immer. So, guck mal, sogar sehr, sehr schnell. Oder eben aufladen und so eine großen Brocken. Ich weiß nicht, was so normal. Das hier waren vielleicht die normalen Tränen so irgendwie. Und jetzt können wir eben ganz, ganz viele kleine Schnelle machen. Ist auf jeden Fall ein ziemlich cooles Item. Ich weiß nicht, was mehr Schaden macht. Ob die großen Kakaobatzen oder die kleinen. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Item, was den Run schon mal sehr cool macht, wie ich finde. Und wir gucken einfach mal weiter, was denn hier auf uns wartet. Genau, ich möchte das Ganze nämlich mit dem Blue Baby machen. Weil wenn wir Isaac mit dem Blue Baby tatsächlich besiegen können, dann wartet da ein schönes Geschenk auf uns. Und zwar kriegen wir dann den D6. Isaac hält dann die D6 immer von Anfang an. Und das ist ziemlich geil dann. So hier einfach mal reinfeuern, solange wir... Wenn wir gut treffen, dann ist das, glaube ich, ganz gut, immer so ein bisschen hier zu feuern. Ansonsten vielleicht immer mit dem Großen. Kann ich mir vorstellen. Keine Ahnung. Zieht sich auf jeden Fall noch. Wow! Da teilt er sich einfach mal. Muss nicht sein. Ich bin gerade noch nicht so geistig, noch nicht ganz fit. Aber ich glaube, das kommt gleich noch. Irgendeine Spritze. Damage Up vielleicht? Damage und Range Up. Nice. Damage Up ist natürlich sehr schön. Läuft ganz gut bis hierhin. Sehr schöne Items bekommen. Finde ich wirklich nice. Ja, und das ist eben auch unser Ziel heute. Lockdown. Okay, das heißt... ich weiß nicht, ob wir noch Pillen nehmen sollten. Ich weiß nicht, ob Lockdown halt irgendeine Wirkung darauf hat. Keine Ahnung. I don't know. So, mal sehen, wie viel der aushält davon. Naja, ein bisschen schon, ne? Ein bisschen schon. In den Shop können wir einfach mal reinschauen. Ob es hier irgendwas Interessantes gibt für uns. Nicht so wirklich. Nicht so wirklich. Wir könnten unser Kack-Item einmal umsonst aufladen. Ich glaube, das lassen wir. Und ansonsten gucken wir mal hier rum, ob hier irgendwas Schönes noch liegt für uns. Ein Schlüssel zum Beispiel ist ganz gut für die nächste Ebene, für den nächsten Itemraum. Ja, sieht erstmal ganz gut aus von den Start-Items. Wenn das so weiterläuft, können wir Isaac auf jeden Fall besiegen. Schön Damage noch bekommen. Noch... Alter, ihr wollt mich doch verarschen. Zweimal so einen goldenen Schlüssel. Okay. Kann man mal machen. Wir haben keine Bombe, um den Geheimraum zu suchen. Von daher sind wir hier auf dieser Ebene schon mal fertig. Vielleicht schaffen wir auch den Boss Rush. Ich glaube eher nicht. Aber wer weiß. Wir können uns ja vielleicht ein bisschen ranhalten. Und das Ganze nicht unendlich in die Länge ziehen. Wäre doch schon mal ein Vorhaben, oder? Was wir hier haben können. Aber das Wichtigste ist, Isaac besiegen. Und ja. Damit wir eben das Polaroid vollkriegen. Ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt schon einen Teil vom Polaroid? Ich glaube, wir haben Isaac im Let's Play noch nie besiegt. Ne, außer halt... außer halt in der einen Challenge. Da schon vielleicht. Das heißt vielleicht, da weiß ich, dass wir es geschafft haben. Wenn die denn schon rauskamen, aber eigentlich kamen sie schon raus. Ja gut, das könnte sich jetzt hier wahrscheinlich etwas ziehen. So, ihr löst euch wahrscheinlich beide gleich auf. Aber diese kleinen Brocken würde ich dann schon erstmal gerne hier irgendwie treffen. Ich weiß nicht, was sich mehr lohnt. Ob hier diese großen, damit töten wir die halt One-Hit. Okay, hier lohnen sich die großen vielleicht mehr. Hier bei ihm vielleicht die kleinen, damit wir ihn einfach häufiger treffen. Keine Ahnung. I don't know. Lass uns die mal versuchen noch zu teilen. Dauert schon recht lange, ne? Bam. Jetzt wären noch so Piercing-Shots nice, die durch alle Gegner durchgehen. Dann würde sich das wenigstens lohnen, den Kakao hier aufzuladen. So, und komm. Na gut, hat sich nicht gelohnt. Nichts wirklich Cooles gekommen. Für Kackhaufen ist es auf jeden Fall sehr nützlich, dass wir das so in kleinen Bahnen machen können. Ansonsten, wow, pass mal auf hier, mein Freund. Ja, hier, die hüpfen so umher. Dann treffe ich die lieber 10-mal. Statt einmal richtig zu treffen und dann die ganze Zeit aber daneben zu hauen. Wow. Achso, hier sind noch ein paar. Alles klar, hier ist aber auch schon der Itemraum. Wir haben zum Glück auch schon den Schlüssel ja bekommen in der letzten Ebene. Sehr, sehr nice. Eine Bombe wird ziemlich gut. Dankeschön. Denn die brauchen wir für diesen blauen Stein. Blaue Steine sind ja sowas wie AP-Upgrades für uns. Denn das Blue Baby kann... Dead Bird, okay. Kann keine Herzcontainer bekommen. Alles, was Herzcontainer machen würde, wird nur zu blauen Herzen. Oder zu schwarzen halt. Von daher... Ja, werden wir mal schauen, wie wir das Ganze hier schaukeln werden. Ob wir das Ganze schaukeln werden. Im Moment, wie gesagt, läuft ziemlich gut.
Da kann ich mich nicht beschweren. Noch ein paar mehr Sachen, also ein paar mehr Schlüssel und so wären schon ganz nett, glaube ich. So, ich würde sagen, erstmal die K.O. machen und dann mit einem Angriff vernichten das Ganze. So, Itemraum waren wir ja jetzt schon, ne? Dann lass mal versuchen, Monstro zu besiegen. Ich hätte schon gleich mal aufladen können, ich weiß. Wenn er da so steht, vielleicht einfach feuern. Aua, das war nicht nötig eigentlich. So, jetzt dürfte der Vogel doch langsam mal in die Offensive gehen. Aber scheinbar hat er noch keinen Bock so richtig drauf. Na gut, dann nicht. Ja, es ist schwierig zu sagen, ob es sich mehr lohnt, hier aufzuladen und dann mal so zu treffen. Ja, ich würde sogar sagen, es lohnt sich mehr, oder? So, jetzt können wir aber mit kleinen Sachen hier angreifen. Na gut, leider ein halbes Herz verloren. Was ist das? Speed und Range Up. Genau, das habe ich mir gedacht. Was gibt's hier? Ja, wow. Doch, den Umhang nehme ich sogar, weil das ist, glaube ich, so eine Art Damage Upgrade. Und das kostet 3 blaue Herzen, gibt uns aber auch 3 schwarze, wenn ich mich nicht irre, oder? Ja. Okay, von daher haben wir da sogar bessere Herzen noch eingetauscht. Und man sagt, es ist ein Damage Upgrade. Keine Ahnung, ob das tatsächlich stimmt. Wir haben immer noch 3 Balken, trotz 2er Damage Upgrades dann in dem Fall. Eigentlich wollte ich mich hier nicht weiter umgucken, ne? Lohnt sich ja auch nicht wirklich. Außer, dass wir vielleicht... Ja, doch, einen Schlüssel haben wir jetzt mittlerweile. Ich weiß gar nicht, wo wir die Schlüssel immer herbekommen. Keine Ahnung. Oh, bei euch ist, glaube ich, besser, einfach nur so ein bisschen rumzuballern. Passt schon. Na, nun komm her. Du ziehst das Ganze ein bisschen in die Länge. Ah, hier wäre noch ein Schlüssel. Hier wäre ein Zacki-Zacki-Raum. Lohnt sich, glaube ich, nicht so, ne? Da ein schwarzes Herz zu vergeuden. Warte mal, hier war noch ein blauer Stein. Schade, da kommen wir nicht ran. Da kommen wir leider nicht ran. Das ist natürlich sehr doof. Okay, dann lass schnell weiter. Eine Bombe haben wir nicht, um den Geheimraum zu suchen. Dann fix weiter in die nächste Ebene. Ich weiß gar nicht, ob wir zeitmäßig jetzt gerade gut dran sind oder eher schlecht. Werden wir gleich mal sehen, ob wir der Zeit etwas voraus sind. Naja, geht so. Wenn wir uns ein bisschen ranhalten, dann vielleicht. Dann passt das vielleicht. Okay, einen habe ich getroffen. Sehr gut. Ah! Okay. Na, verdammt nochmal. Verdammt. Ich dachte, der erwischt uns nicht. So, einmal erwischt. Ich glaube, hier feuere ich einfach so rein, weil die platzen bei einer Berührung. Das ist ganz gut dann. Und, ne, daneben. Und so. Okay, ein blaues Herzchen. Das ist sehr schön. Kriegen wir wieder ein paar dazu. Brauchen wir. Ich weiß, ich könnte die ganze Zeit... Oh Gott, das war gut, dass wir da relativ viele kleine Schüsschen machen können. Um eben ein bisschen Rückstoß auszuteilen und sowas. Mal gucken, ob da irgendwas Schönes drin ist. Nicht so richtig, nicht so richtig. Ramble-Made! Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. So, komm, du kriegst jetzt hier einfach 10 Millionen Herzchen ab. Tränen ab. Oh, 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 das will ich haben, das will ich haben, das Trinket. Das will ich haben. Das ist eine ganz gute Kombination mit unserem Poop. Die einzige Kombination, die so wirklich möglich ist, glaube ich. So, explodierst du? Nee, du droppst aber einen Schlüssel. Das ist ganz gut. Haben wir hier schon den Itemraum? Nee, ne? So, okay, Mom's Toenail. Nope. Nehmen wir mal nicht. Und ich hoffe, Isaac's Fork bringt uns gar nichts. Das bringt uns aber ein bisschen was. Denn dadurch finden wir hier manchmal Zeug drin. Zum Beispiel Münzen. Also haben wir jetzt so eine Art Münzengenerator, was natürlich ziemlich nice ist. So, ich glaube, die schießen immer, wenn sie getroffen werden, ziemlich doll. Deswegen ist das hier, glaube ich, ganz gut aufzuladen. So, hier mal gucken, ob wir hier wieder was Schönes drin haben. Das ist eigentlich eine ganz gute Kombo, um ein bisschen Zeug für den Shop zu bekommen und so. Ja, ich weiß nicht, ob wir den Boss Rush schaffen werden. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Kann ich euch so noch nicht sagen. Schaffen wir ja meistens nicht, ne? Meine Spielweise ist einfach nicht so schnell zu spielen, glaube ich. Ich bin halt mehr so der alles erkundet und so. Kommt vor. Ein Space-Item. Jetzt kriegen wir auf einmal ein anderes. Massive Enemy Slowdown. Ja, ist wahrscheinlich schon ein bisschen besser als der Kackhaufen, ne? Ah, ich denke schon. Ich glaube schon, dass wir genug Kackhaufen finden werden. Lass mal hier reingucken. Ah, ne. Aber okay. Immerhin können wir die One-Hitten dann. Komm. So. Bisschen zurückziehen. Sehr gut. Jetzt nur noch du da oben. Öffne dich, mein Freund. Öffne dich. Öffne dich. So. Waren es alle? Ja. Gut, dann schnell hier durch. Ist hier irgendwo schon der Itemraum offen? Nein, hier wäre der Challenge Room. Nee, ich glaube, dafür lohnt es sich nicht, oder? Naja, vielleicht schon, wenn wir keine Schlüssel mehr haben. Dann könnte man sich das überlegen, aber das ist alles Zeit, die uns flöten geht. So, dich da unten noch. Okay, nice. Wow. Arm ist leider... Oh Gott, das war ganz schön knapp. Mann, wieder ein bisschen schräg geschossen. Concentration. Concentration, meine Freunde. Der muss sitzen, der eine Schuss dann immer. Wenn wir ihn aufladen. Sehr gut. Ein paar Bomben und der Shop. Ja, lass mal reingucken.
Ah, da gibt es ein blaues Herz, das würde ich gerne mitnehmen. Das nehme ich, glaube ich, mit. Das lohnt sich ja... Warte mal, wir haben keinen Schlüssel mehr? Hatten wir nicht eben zwei Schlüssel? Ich habe auf Bomben, glaube ich, geguckt. Wir waren schon im Itemraum, bin ich total dumm? Ah, wir waren doch schon im Itemraum. Ja, ich glaube... Nee, wir haben eigentlich einen Schlüssel für die nächste Ebene, das passt schon. Lass schnell den Boss besiegen. Bam, 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 bam. Rushy, rushy, rushy. Mehr oder weniger. Also richtig rushy, rushy ist das eigentlich nicht. Okay. Dann hier. Massive Enemy Slowdown. So, ich weiß nicht, ob das für immer ist oder nur für eine gewisse Zeit. Okay, nur für eine gewisse Zeit. Und der Gute ist auch ziemlich schnell unterwegs. Glaube ich. Okay. Ja, ich weiß nicht, was hier klüger ist wieder. Ich denke mal, insgesamt wird sich das mehr lohnen, den aufzuladen, oder? So. Hier nach und nach auch mal so ein paar Raupen von ihm vielleicht besiegen. So, ein Schuss noch. Ein Schuss noch, okay. Nice. Aufladen, Schuss. Aufladen, Schuss. Okay, ein weißes Herz sogar und eine Speed-Up-Pille. Okay, und Size-Down ist natürlich jetzt auch nicht so zu verachten. Telepilz. Nein, wehe der Devil Room ist jetzt weg. Das wäre jetzt ziemlich shitty. Ah, er ist noch da. Okay, so ein paar Truhen ist in Ordnung. Lockdown nehme ich nicht unbedingt. Zwei blaue Herzen nehme ich dafür umso lieber. Und zwei Trolley-Bombs, die lasse ich dann mal lieber. Ich weiß nicht, sollen wir hier raufgehen? Sollen wir diese Pille nehmen? Okay, I can see forever. Das heißt, wir können tatsächlich noch... Weißes Herz bringt uns natürlich nicht so viel, ne? Ist wie ein blaues Herz. Wir können noch schnell die Geheimräume suchen. Ah, da unten ist einer, okay. Nice. Dann lass mal gucken, was es hier in dir gibt. Nochmal zwei blaue Herzen, das hat sich doch auf jeden Fall gelohnt. Es kann natürlich auch sowas wie ein cooles Item da geben. Damage Upgrade oder so. Oder zwei Schlüssel, die können wir auf jeden Fall auch brauchen für die nächsten Ebenen. Für die nächsten Itemräume und so. So, jetzt aber zügig. Jetzt haben wir zumindest ein bisschen Speed drauf, das ist ganz gut. Damit sind wir nicht mehr so lange unterwegs. Die Zeit, ja, wir könnten es noch schaffen. Wir könnten es noch schaffen. Es ist jetzt nicht unmöglich. Was gibt's hier Schönes? Ja, lass machen. Oh Gott. Du. High Priestess. High Priestess. High Priestess. Sofort einsetzen bei dir. Du bist nämlich sehr, sehr gefährlich. So, okay. Vorsicht. Nicht treffen lassen. So, aufladen. Und komm, 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 komm. Schaffen wir jetzt. Schaffen wir. Sehr gut. Nummer 1 haben wir. Nummer 2 bist du. Okay. Okay, immer rauf hier, immer rauf hier, immer rauf hier, immer rauf hier. Solange er nur die spawnt, ist das alles gut. Okay, er hat gerade Spaß am Spawn, glaube ich. So, jetzt hier kleine, kleine, kleine. Aua, Mist, getroffen einmal. Jetzt aber. Okay, nice. Ich glaube, es kommen ja auch nur zwei, ne? Ich glaube, es kommen nur zwei. So, okay, nice. In Ordnung. Hier könnten wir auch mal reingucken, ob es hier was Cooles gibt. Ein blaues Herz zumindest, also kein Verlust, kein Schaden genommen, in diesem Raum zumindest. Oh ja, da ist unser Dings, unser hier ganz viel Schießen, natürlich ziemlich gut, um die Bomben und sowas abzuwehren. Können wir einfach zu ihm zurückschießen. Bam, 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 keine Chance. Keine Chance für dich, mein Freund. Ja, die Trollbombe kann auch nicht an uns rankommen. So, immerhin ein bisschen was. Okay, dann kannst du ja nur noch nach oben gehen. So, hier, komm, 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 komm. Dich auch schnell. So, einmal aufladen und hier... Feuer. Ah, alles Klärchen. Ach, ich mag die Item-Kombination, die wir bisher haben. Oh Gott. Das könnte jetzt allerdings... Na, fuck. Da einmal getroffen worden. Das ist nicht so gut. So. Nicht treffen lassen. Wäre nicht so gut. Okay, haben wir alles, oder? Ah, da... Oh Mann, den habe ich nicht gesehen. Der hat sich da so bei den Tränen getarnt. Au! Jetzt hör auf! Ich verliere den irgendwie voll aus dem Auge, weil da alles so grünlich ist und so. Scheiße. Telepilz, Lockdown, Bad Trip, Balls of Steel. Okay, Balls of Steel ist natürlich eine ziemlich geile Pille. Da unten ist auch sonst auch noch ein blaues Herz. Oh Gott. Wow, die sind schnell. Die sind echt schnell. Ich glaube, ich setze das hier... Okay, das macht sogar Schaden irgendwie. Oder vernichtet das Spinnen, weil das irgendwas mit Spinnen ist. Keine Ahnung. Ich glaube, wir kommen ja hier sowieso nicht mehr hin. Telepilz könnten wir noch mitnehmen. Für die ein oder andere Sache. Zum Beispiel für den Zaki-Zaki-Raum oder so. Würde sich das, denke ich, schon mal lohnen. Ja, hier holen wir uns den Schlüssel. Seht ihr, kommen nämlich manchmal Münzen raus. Manchmal schon. Oh, oh. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und nur noch dich da oben. Oh, voll daneben gesegelt. So. Jetzt haben wir dich ja mal, mein Freund. Bombenspinnen. Oh, oh.
Oh, oh. Okay, nice. So, sehr schön. Okay, hier wäre der Shop. Lohnt sich nicht, da mal reinzugucken. Es sei denn, es gibt was umsonst oder so. Erstmal die hier irgendwie. Vorsicht. Vorsicht. Okay, sehr gut. Haben wir hinbekommen. Haben wir hinbekommen. Und noch einen weiteren Schlüssel. So langsam können wir sogar fast in den Shop mal reingucken. So, stirb. Und du darfst auch sterben, wenn du möchtest. Nun komm, öffne dich. Zöger das doch nicht so lange hinaus immer. Hier wäre schon der Bossraum. Hier werden wir auf jeden Fall eine Bombe legen und uns die Bomben da drüben mal holen. Ansonsten die roten Herzen bringen uns nichts. Bumfriend wäre richtig nice. Richtig nice wäre der. So, okay, einen haben wir. Jetzt nur noch dich, wenn wir dich dann mal treffen. Ah, im Moment sieht es nicht so aus. Okay, das ist auch, glaube ich, wieder Damage Up, ne? Speed und Damage Up. Nice. Wir haben gerade ein bisschen Glück, was die ganzen Spritzen und so angeht. Ich muss schon sagen, kann man nicht verleugnen, dass das hier gut läuft. Oh Gott, die schießen. Ah, okay, hier war falsch. Aua, fuck. Getroffen tatsächlich. Irgendwie kriegen wir Damage Up, oder? Wenn wir getroffen werden, kann das sein? Kann das sein? Die kommen mir größer vor dann. Hm. Haben wir irgendwie sowas? Macht das der Mantel, wenn man getroffen wird vielleicht? Kann das sein? Niemand weiß es, außer mir. Wir könnten mal hier eigentlich sprengen. Vielleicht kommt da eine Balls of Dingspille raus. Oder Liberty Cap. Die hatten wir noch nicht, Pheromone. Ja, dann lass mal Liberty Cap, glaube ich, mitnehmen. Ich glaube, wir nehmen Liberty Cap mit. Dann können wir mal schön gucken, wo die Bosse sind und so. Das ist schon recht praktisch. So, jetzt stirb. Gut. Komm, 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 komm. So, und einmal noch. Nein, ah, fuck, das war sehr dumm. Das war nicht so gut. Aber wir kriegen tatsächlich ein bisschen mehr. Das funktioniert jetzt. Oder ist es wegen Liberty Cap teilweise? Oh, jetzt spawnen wir auch noch Spinnen. Nice. Ich weiß nicht immer, wann es passiert. Es passiert nur manchmal, ne? Also, keine Ahnung. Ich verstehe nicht, wenn wir Schaden nehmen, wenn wir Gegner töten. Ich weiß nicht genau, wann das war. Ne, guck mal, jetzt haben wir zum Beispiel einfach sowas produziert. Also, es kann weder Schaden noch mit dem Gegnern zusammenhängen. Okay, weiter. Die Itemräume waren bisher ziemlich gut. Damit kann man tatsächlich was erreichen. Vielleicht jetzt noch so ein Knaller-Item und dann bin ich absolut zufrieden. So, stirb mal. Nice, und Geheimraum auch noch. Bam, 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 bam. Oh, du machst sogar Fliegengeräusche, merke ich gerade. Hm, könnte man dran spielen, ja. Könnte man aber auch in die Luft jagen. Lass mal das machen. Wow, wow. Ah, fuck. Das war richtig dummes Verhalten. Wusste nicht, soll ich weiter raufschießen? Soll ich weglaufen? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich war überfordert. Diese Situation. Und das war nicht so gut. Ganz und gar nicht gut. Hier wäre der Shop wieder. Ja, lass mal reingehen. Okay, nicht Greed, aber die Nonnenhaube. Ja, die Nonnenhaube brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Die Pille, weiß ich nicht, was sie macht. Ist das Balls of Steel vielleicht? Hatten wir noch nicht. Speed up, okay. Ja, Speed haben wir eigentlich genug, auf jeden Fall. Daran mangelt es uns jetzt nicht. Balls of Steel wäre ziemlich nice, wenn ich mir gemerkt hätte, wie die Pille aussieht. Aber da achtet man im Vorhinein vielleicht auch gar nicht so drauf. So, von hinten einmal. Ja, wieder von hinten, ich weiß. Ich sag jetzt immer zu. Ah, Mann, dreh dich doch nicht um in dem Moment. Guck mal, was für ein kleiner Speedy wir hier sind. Richtig klein und winzig. Und werden trotzdem fast getroffen. Oh, kann jetzt vielleicht wieder irgendwer sterben mal demnächst. So, stirb. Komm, ich feuer die ganze Zeit so rum, glaube ich. Ich glaube, dann treffe ich die öfter mal. Allzu wenig Schaden scheinen wir ja nicht zu machen. Gerade im Moment. Finde ich ganz gut eigentlich. So. Oh, du hältst noch mehr aus. Okay, paar rote Herzen. Ja, die bringen uns überhaupt nichts, wenn wir nicht den guten alten Bumfriend finden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich ahne Böses. Ihr werdet euch alle in diese Knochentypen verwandeln, oder? Allesamt in diese Knochentypen. Ich sehe es doch schon kommen. So. Oh Gott, oh Gott. Viel zu viele Knochentypen. Und fliegen teilweise. Okay. Komm, Knochentypchen. Oh, wir haben ihn sogar getroffen. Vorsicht, Vorsicht. Wir sind sehr schnell. Das ist ein großer Vorteil von uns. Aber sonst war es das auch schon mit den Vorteilen. Wow. Wir müssen sehr vorsichtig sein gegen diese Art von Gegner. Hier, bitteschön. Okay, und irgendwo hat eine Spinne scheinbar noch jemanden erledigt. Das ist natürlich auch sehr gut. Ich achte auch wie immer nie auf die blauen Steine. Ich finde die mega unauffällig und finde das voll stressig, nach denen Ausschau zu halten. Ah, fuck, Mann.
Noch sind es zu dumme Fehler dabei, um das hier tatsächlich zu einem Erfolg zu bringen. Noch, so wird es nichts. So wie wir das gerade angehen. Ah, ihr schon wieder. Okay, konnten wir zumindest einmal. Fuck. Ach, Mann. Was tue ich hier? Das frage ich mich teilweise echt. So. Stirb. Boss wäre, ja, wäre eine Möglichkeit, aber ich würde gerne erst den Itemraum finden. Der muss da hinten irgendwo sein. Hm. Versuchen wir es, ihn zu finden. Hier wäre auch noch dieser Schlüsselraum, ne? Aber Würfelräume werden, glaube ich, gekennzeichnet, oder? So, einen haben wir davon. Ich glaube, es gibt keinen mehr, der rumspringt, oder? Ich glaube nicht. So, komm. Okay, hier oben ist noch irgendwo einer. Ah, so eine Superform sogar. Die könnte sogar ein blaues Herz droppen. Dachte ich, macht sie aber nicht. Dankeschön dafür, dass ich mal wieder Vertrauen in sie hatte. So, ein, zwei. Hier, jag mich. Und tschüss. Okay, hier würde es sich sogar lohnen, die ein oder andere Bombe zu planten. Ich hoffe, ich treffe die Totenköpfe in der Umgebung. Ja, dann platziere ich hier noch einen. Dann sollte das, denke ich, passen. Okay, eine Karte noch. Was ist das für eine? Lovers. Okay, die bringt uns mal absolut gar nichts. Solange wir nicht unseren Barmfriend haben. Und den hätte ich schon sehr gerne irgendwie. Aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen. Ich weiß auch nicht, warum. Der wandelt ja rote Herzen in blaue um. Und das wäre schon ziemlich nice. Das wäre schon ziemlich, ziemlich nice. So, komm. Einmal und nochmal. So, hier war gerade noch eine rote Pfütze. Bisschen aufpassen. Balls of Steel ist die rot gepunktete Pille. Alles klar. Rot gepunktet. Oh Gott, hier waren wir ja noch gar nicht. Hier waren wir noch gar nicht. Oh, Vorsicht. Und tschüss. Ah, Mist. Hat überlebt. Hat überlebt. Jetzt dürfte es aber sterben. Und ich lasse mich treffen. Nice. Ist ja nur eine Superform. Macht ja fast gar keinen Schaden. Wo zur Hölle ist der Itemraum? Müssen wir hier die ganze Ebene absuchen. Ich denke, das wird nichts mehr mit dem Boss Rush. Oh, blaue. Die droppen, glaube ich, Seelenherzen. Bin mir aber nicht sicher, ob das nur so ein Mythos ist oder ob das tatsächlich wahr ist. Stöp! Bam. Okay, blaues Herz. Kein Mythos. Oder Zufall. Oder Zufall. Oh, das war gewagt. Oh, du schießt? Das finde ich ja nicht so toll. Oh, Spinnen haben gleich mal zwei vernichtet oder so. Hier war der Challenge Room. Gucken wir mal, was es hier Schönes gibt. Das Yamhart. Das ist ein guter Witz. Das ist wirklich ein guter Witz. Da habe ich echt gelacht jetzt. Hier was Schönes drunter? Nope. Ja, Yamhart füllt unsere roten Herzcontainer auf. Von denen wir richtig viele haben. Auf jeden Fall. So, das hat sich schon mal mega gelohnt hier. Schon mal schön Schaden genommen. Ist immer gut. Und Spinnen bekommen. Wow. Davon haben wir ja so wenig im Moment. So, komm. Einfach reinfeuern hier in die Massen und irgendwen werden wir schon treffen. Bam, 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 bam. So, da hinten. Komm. Okay. Oh Gott, ihr. Ich habe irgendwie gerade mit dem fetten Wurm gerechnet. Ich weiß nicht genau, warum. Aber irgendwie habe ich damit gerechnet. Ja, die Spinnen machen das schon. Hier irgendwie. Noch läuft es nicht rund, ne? Nicht so perfekt. Also von den Items schon, vom Spielerischen her noch nicht so ganz. Okay. Ach, ein Würfelraum wird mir jetzt angezeigt. Ist das okay? Das heißt, das würde ich, glaube ich, nicht machen wollen, weil ich halt immer noch nicht so genau weiß, was es ist. Und wir haben bloß zwei Schlüssel. Und noch eine Ebene vor uns, ne? Ja, von daher, wie viel Zeit... Ja, Boss Rush ist schon längst rum, aber da kann man nichts machen. Hat sich leider ein bisschen gezogen hier mit dem Itemraum finden. Aber egal. So, dann ist der Boss jetzt dran. Du bist das, okay. Dich leben wir jetzt erstmal. So, komm. Komm. Oh Gott, davon ein paar gedroppt. Ach, und es werden nur die gedroppt, die im Raum waren, oder wie? Das ist natürlich auch nicht so geil. So, komm. Bisschen davon. Bisschen davon. Bisschen davon. Ich hoffe, du tötest deine eigenen. Ja, jetzt hat er sie mal getötet. So, komm, 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 komm. Okay, die sind down. Die sind down. Einen davon. Ah, Mist daneben. Okay. Der Vogel hat da für Rettung gesorgt. Schade, kein Dingsherz dabei. Health up. Okay, gibt immerhin ein blaues Herzchen. The Sun, ich glaube, da nehme ich sogar Telepilz lieber mit, oder? Liberty Cap behalte ich mal. Ja, zwei Guppy-Items könnten wir uns hier holen. Aber dann haben wir nahezu keine Herzen mehr. Von daher lasse ich das, glaube ich, sein und nehme gar nichts mit. Beziehungsweise Left Hand und das Thron-Item wäre natürlich eine coole Kombi gewesen. Aber scheiß drauf. Wir sind eigentlich nicht so schlecht drauf. Eigentlich geht das schon, was wir hier haben. Damit kann man schon einiges erreichen. Wenn man konzentriert bleibt, dann geht das auf jeden Fall klar. So, Sloth. Okay.
Okay. Dann komm mal. Wow. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. So. Okay, nice, getroffen. Was haben wir hier Schönes? Magician. Können wir ja erstmal mitnehmen. Eher als Telepills. So, nice. Alles gut gegangen. Wow, okay. Okay, beides vernichtet. Dank den Spinnen, glaube ich, hauptsächlich. Aua. Fuck, ich habe irgendwie die Taste nicht schnell genug gefunden, um die auszupusten. Und da haben die mich doch tatsächlich erwischt, Mensch. So, aber wir haben einen goldenen Schlüssel. Damit können wir alles öffnen. Okay, da ist leider eine Fliege rausgekommen. Aber wir haben ihn irgendwie vernichtet. Lass mal die ganzen anderen Fliegen hier auch noch kaputt machen. So, bam, 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 bam. Sterbt. Sonst fügt ihr mir Schaden zu. Und das wäre nicht so nett von euch. Fände ich nicht so geil. Guck mal, hier ist schon wieder so ein Weg, der keinen Sinn macht. Deswegen spreng ich einfach mal hier. Weil hier ist der Supergeheimraum. Kann es sein, dass das tatsächlich so vorausgesagt, also so ein bisschen drauf verwiesen wird, oder war das jetzt Zufall? Das weiß ich nicht, ob das Zufall war. Oh, guck mal, sogar einen von denen getroffen. So, tschüss. Jetzt noch dich treffen, nice. Und dann gibt es, glaube ich, nur noch dich hier. Und dich zu treffen wird nicht so leicht. Auch wenn wir schnell sind, aber hier ist es sehr eng drin. Hier lohnt es sich aber, denke ich mal, zu sprengen, oder? Da könnte bestimmt das ein oder andere coole Zeug drin sein. Zum Beispiel ein schwarzes Herz. Oder Emperor. Emperor ist auch sehr geil für die nächsten Ebenen. Können wir uns gleich zu Isaac oder zu zum Heart teleportieren. Das heißt, Magician müssten wir vorher irgendwann mal verwenden, bevor wir auf Marm treffen. So, komm. Jetzt von hinten. Ah, was, du hast es überlebt, tatsächlich. Jetzt komm. Okay. Dich auch. Du kommst jetzt mal hier ein bisschen hoch. Hallo, hier bin ich. Hallo, hier bin ich. Hallo. Ah, Mann. Von der Seite? Ja. Immerhin. Gut, hier ist der Bossraum. Den Itemraum würde ich aber gerne noch finden, auf jeden Fall. So, Mist. Der ging ein bisschen daneben. Da oben. Aha. Immer da, wo ich hinschieße, gehen sie gerade weg. Boom. Nice. Okay. Itemraum haben wir immer noch nicht gefunden. Oh, sogar so ein Engelchen. Aber das wurde von der Spinne erwischt. Nice. Devil Room, The Pact. Macht, glaube ich, Tears ab. Und Damage ab. Ich glaube, das nehme ich. Also, oh Mist, eigentlich wollte ich erst hier reingucken. Aber gut, gibt uns ein blaues Herz wieder. Das nehme ich. Guck mal, wie sieht das jetzt... Guck mal, jetzt sind die schon mal auf jeden Fall größer. Und wenn wir die aufladen... Doch, das ist schon ein gewaltiges Bällchen, ne? Ich glaube, das war ganz gut. Ich glaube, das war ganz gut. Wir haben ja immer noch ziemlich viele Herzen. Und ich hoffe mal, dass wir die auch noch ein bisschen aufstocken können hier vielleicht irgendwo. Hier sind zwei Schlüssel. Opfern, dachte ich gerade. Für so viel Bomben, da muss ich mir überlegen. Aber wir haben ja den goldenen Schlüssel. Von daher können wir uns die ja auf jeden Fall holen. So, hier sieht es schon ein bisschen anders aus. Gehen wir mal hier rein. Da ist der Shop. Okay, konnten wir aufhalten. Ah ja, hier ist kein Sog mehr. Irgendwie dachte ich, dass wir immer noch angezogen werden. Bam, 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 bam. Einfach hinfeuern, dass die... spätestens durch die Stacheln sterben werden. Okay, haben wir. Sehr gut. Shop. Ja, gehen wir auf jeden Fall rein. Wir haben Münzen und wir haben einen Schlüssel, der uns sowieso überall reinlässt. Da ist noch ein blaues Herz. Das nehme ich mit und ja, mehr ist dann auch schon nicht mehr drin, ne? So an sich. Dann lass mal den Rest einzahlen, würde ich sagen. Eigentlich hätten wir auch in der Arcade noch spielen können. Aber ist egal. Ich glaube, das jagen wir einfach in die Luft, hoffen auf ein paar blaue Herzchen und dann ist gut. Deswegen einen behalte ich mal, damit wir uns dann notfalls reinsprengen können. Vielleicht gibt es auch hier in diesen Häufchen noch was Schönes. Das weiß man alles nicht, wenn man nicht nachguckt vorher. Da wäre auch noch ein blaues Herz. Ja gut, aber die Stacheln machen jetzt schon relativ viel Schaden, ne? Also wir können es versuchen, da reinzugehen ohne Schaden. Wir verlieren ja nichts dann, denke ich mal. Wenn wir uns das blaue Herz krallen können. Also das blaue Herz werden wir uns gleich versuchen zu holen. Gleich. Wir schauen erstmal, was wir im Itemraum bekommen. Vielleicht bekommen wir ja hier auch nochmal Herzchen. Ich glaube, das war Damage Up. Ich glaube nicht, das war Ipecake, oder? Das war nicht Ipecake. Damage Up, genau. Genau, aber nur auf einer Seite war das, glaube ich, ne? Aber nice. Richtig schön viel Damage ab, richtig schön klein und wuselig. Das gefällt mir echt gut. Ja, dann haben wir alle Räume schon fertig, ne? Das heißt, Magician müssen wir gleich abgeben. Ja, ich... Ah, schade. Haben wir bekommen, aber dann auch gleich wieder Schaden einstecken müssen. Waren wir hier schon drin, ne? Ja, waren wir schon. In die Arcade wollten wir ganz kurz nochmal reinschnuppern. Hier gibt es nichts Besonderes. Dann lass mal alles in die Luft sprengen. Ich denke mal, dass das ganz gut wäre.
Wir könnten das im Prinzip auch noch einspenden, damit wir mal so ein bisschen beim Automaten vorankommen, was das Einzahlen angeht. Was ist das für eine Pille? Speed up. Ja, brauche ich eigentlich nicht mehr. Ich fühle mich eigentlich schnell genug. Ja, komm, lass das Geld mitnehmen. Vielleicht finden wir noch einen Bettler irgendwo. So, wo liegt jetzt die Karte? Ist das hier dieser Raum, wo das liegt? Ich hoffe. Bist du Emperor? Ja, bist du. Okay, dann werden wir Mami, denke ich mal, gleich verlangsamen. Totenköpfe sprengen. Kommen wir da an beide an? Ich glaube schon, ne? Ja, hier war noch ein schwarzes Herz. Okay. Ich würde sagen, das machen wir einfach nochmal. Wir haben ja ein paar Bomben bekommen. Okay, nur einer von denen. Und jetzt vorsichtig, dass wir hier nicht hereinrennen, so schnell wie wir sind. Gibt es hier noch was Schönes für uns? Noch ein schwarzes Herz und noch eine Karte. Hermel teleportiert uns zum Shop. Okay, dann würde ich sagen, auf geht's, Mamilein, auf geht's. Hat das schon gezählt? Nee, nee, leider nicht. Leider nicht. So, hier, komm, 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 komm. Immer schön rauf. Tiers Up haben wir auch noch ein bisschen bekommen. Das heißt, wir können hier schön umherfeuern. Wie nie zuvor. So. Viel Schaden machen wir allerdings nicht so. Also nur mit den aufgeladenen Sachen. Ah, guck mal, da sind eben ganz viele Spinnen gespawnt, wenn wir das so aufladen. Kann es sein, dass je mehr Tränen man schießt, desto mehr spawnen? Weil ich habe das Gefühl, dass sehr, sehr viele gerade spawnen. So, komm. Haben wir, okay. Das Negativ können wir natürlich mitnehmen. Müssen wir ja nur nicht in die Hölle gehen, ne? So, hier waren wir, glaube ich, ne? Genau, hier hatten wir uns ja das eine genommen. Okay, dann geht's weiter in die nächste Ebene. Wir haben ein paar schwarze Herzchen auf jeden Fall noch dabei für den Notfall. Und Emperor haben wir auch dabei. Genau, wir haben ja Liberty Cap sonst noch, um rauszufinden, wo denn der Boss ist. Sehr gut, einen schon mal. Okay, beide besiegt. Okay, und gleich auch schon den Boss aufgedeckt. Da oben lang, das heißt, der Weg hier lang wäre auf jeden Fall richtig. So, hier schnell rauf. Okay, die Spinnen haben auch so ihren Teil dazu beigetragen. Das ist sehr gut. So, da hinten mal eins vernichten und jetzt dich hier. Ganz schnell und einfach. Doch, doch, wir sind gut vorbereitet auf den Boss. Auf jeden Fall. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, ich bin mir noch nicht sicher, ob das hier ohne Schaden vonstatten gehen wird. Naja, vielleicht doch. Wir machen ziemlich viel Schaden. Ziemlich viel. Ah, jetzt wurden wir mal getroffen und schwarzes Herz weg. Ich habe überlegt, ob ich es verlangsamen soll irgendwann. Hätte ich vielleicht tun sollen. So haben wir jetzt ein Herzchen verloren. Okay, der lebt noch. Ah, reingelaufen. Na, war nicht so schlau. Bisschen Konzentration jetzt bitte. Mädels, bisschen Concentration. So. So, okay. Jetzt müssen wir nach oben. Und dann dürfte hier der Boss schon gleich irgendwo sein. So, nice. Guck mal, wenn ich jetzt hier einfach stehen lasse, kann ich die ganze Zeit Spinnen spawnen? Aber es sind 5 gerade. Nee. Nee, 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 es kommen nicht mehr dazu. So, komm, 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 komm. Oh, Mann, der hält viel aus von den kleinen Schüssen. Sehr gut. Hier gibt es nichts Interessantes. Hier euch. Okay. Du kannst auch mal sterben da hinten. Okay. Hups, sind wir schon mal rausgegangen, vorsichtshalber. Ja, dann lass mal den hier besiegen. Wir können ihn mal verlangsamen auf jeden Fall. Oh Gott, der hat davon ein bisschen was gespawnt. So, komm. Okay, er schickt das Viech schon los. Das ist schon mal an sich ein gutes Zeichen. Aua. Ja, ein Schaden, ein Herzchen Schaden ist jetzt nicht so wild. Und wir haben immerhin das Pferdchen auch schon besiegt. Was bekommen wir jetzt? Einen Cube of Meat. Finde ich gut. Und einen Devil Room schon wieder. Mit Krampus. Okay. Krampus Head wäre natürlich sehr nice. Sehr, sehr nice. Mal sehen, was bekommen wir? Krampus Head. Okay, nice. Ein sehr, sehr schönes Space-Item. Aber wir haben richtig wenig Herzen. Bisschen aufpassen hier. Bisschen aufpassen. Gut, müssen wir mal gucken, ob wir jetzt hier uns zum Boss teleportieren oder erst bei Isaac. Das weiß ich nämlich nicht so genau. Wir klären erstmal einen Raum auf jeden Fall. Ja, oder klären ihn eben nicht. Dann ist er eben schon frei. Ist ja auch ganz gut. Mach mal. Ist nicht dein Ernst jetzt. Ich glaube, ich kann die Kiste nicht aufmachen. Ja, super. Toll. Aber immerhin blaues Herzchen drin, ist in Ordnung von daher. So, Karte einblenden, hin und her gehen, Boss suchen, der war glaube ich da unten, ne? Gibt es hier Minibosse? Das weiß ich nicht. Ich mach mal lieber nochmal, geh nochmal auf Nummer sicher. Ich glaube, also da unten ist auf jeden Fall der Boss kurz aufgeblitzt. Mehr gibt es hier sonst nicht. Das, doch, da unten war noch ein Miniboss, seht ihr? Aber den habe ich nicht gesehen gehabt. Okay, Chubby dürfte relativ
viel abbekommen haben. Der andere hier. Der hier. So, okay. Vielleicht kann man die auch in Stacheln locken. Keine Ahnung. So, der ist kaputt. Der ist auch kaputt. Jetzt haben wir nur noch den anderen. Das Viechlein. Aber das ist, glaube ich, gestorben, oder? Auf jeden Fall dürfen wir weiter. Okay. Schön weiter nach unten. Schön weiter nach unten. Wow, 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 wow. Danke, Spinnen. Ihr habt mir das Leben gerettet. So, noch ein Stückchen weiter nach unten war das, ne? So, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Okay, da ist irgendwas, hat irgendwas ein Häufchen gelegt. Bam, 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 bam. Krampus hätte es auch wieder einsatzbereit. Blaues Herzchen noch, sehr schön. So muss das laufen. Aufladen. Und Schuss und voll daneben schießen. Yay. So, einen haben wir getroffen. Jetzt nur noch dich hier treffen. Wunderbar. Dann sind wir auch gleich schon beim Boss. Da unten ist er. So, okay. Nummer 1 haben wir. Nummer 2 folgt dann auch so gleich. Jetzt nämlich. Wunderschön. Okay, ein paar Münzen noch. Und dann ist jetzt Mummies Heart dran. Oder It Lives. Viel eher. So, einfach schon mal ein bisschen feuern. Was, du spawnst die Viecher? Da bin ich aber kein großer Freund von. Da bin ich kein großer Freund von. So, hier kommen einfach rauffeuern. Die ganze Zeit, die ganze Zeit. Ununterbrochen und irgendwie ausweichen. Der Cube of Meat schützt uns teilweise. Teilweise schon. Oh, oh. In Bewegung bleiben. Und manchmal hier so diesen großen Schuss darauf. So, und tschüss. Okay, nice. Ein Seelenherz kriegen wir zurück. Und dann geht's ab zu Isaac. Ja, stimmt. Wir sollten Krampus Head erstmal aufladen, ne? Hätte ich vielleicht woanders aufladen sollen erstmal. Lass mal hier reingucken. Für zwei normale lohnt es sich, glaube ich, nicht so. Aber wir können mal gucken, wo Isaac sich befindet. Vielleicht brauchen wir die Emperor-Karte gar nicht. Einfach nur mal so interessehalber gucken, wo es denn vielleicht lang geht. Okay, wir brauchen die Karte definitiv. Die ist sehr, sehr weit, aber zwei Räume müssen wir klären. Okay, das ist, glaube ich, ein machbarer Raum. Das ist, glaube ich, ein machbarer Raum. So, okay. Ohne Schaden zu nehmen, meine ich. So, sehr schön. Okay, nur noch ein Raum, den wir klären müssen. Ein Raum noch. Lass das einen einfachen sein. Ja, das ist ein relativ einfacher auf jeden Fall. So, Mister hat die Fliege ein bisschen geschützt. Ah, da haben wir echt Glück gehabt. Okay, Krampus Head ist vollgeladen. Isaac, ich komme. Blue Baby versus Isaac. So, und Krampus Head hier gleich mal. Aua, schon mal ein bisschen Schaden bekommen. Nicht so wild. Wir sind sehr schnell unterwegs. Das macht das Ausweichen extrem schwierig. Sehr, sehr schwierig macht es das. So, Isaac, komm, komm. Ein bisschen was abkriegen. Okay, er bekommt seine Flügel hier unten hinstellen. Irgendwo da unten ist man, glaube ich, relativ sicher. So, guck mal, wir können jetzt übrigens fast so schnell schießen wie Isaac. Konzentration, konzentriert bleiben, dann passt das alles. Hier hin. Ja, okay, nice. Da nochmal ein. Okay, aufladen und Schuss. Gezielte Schüsse sind jetzt, glaube ich, das A und O. Oh, keinen Schaden bekommen und dann passt das. Dann kriegen wir das hin. Und noch ein und noch ein. Schade, einen konnten wir nicht noch hinsetzen. So, jetzt hier. Und hier. Und da. Und da. Und. Schade. Sehr, sehr schade. Hier noch ein. Ah. Komm, 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 komm. Einfach auf da. Nice. Haben wir geschafft. Unser Ziel. Auf jeden Fall in die Tat umgesetzt. Und damit haben wir Isaac mit dem Blue Baby besiegt. Sehr schön. Und den D6 freigeschaltet. Das freut mich natürlich riesig. Denn jetzt mit Isaac zu spielen wird sehr, sehr spaßig. Und ich würde sagen, das machen wir auch beim nächsten Mal. Also im nächsten Run. Isaac now holds the D6. Yes, sehr schön. Freut mich, dass es geklappt hat. Ich hoffe, der Run hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und dann spielen wir mit dem guten, werten, alten Herrn Isaac. Und werden uns aufmachen, auch wieder Richtung Isaac. Also mit Isaac besiegen. Aber wir haben den D6 als Space-Item. Und damit können wir eben alle möglichen Items neu würfeln, die so auf diesen kleinen Höckern liegen, was man in Itemräumen findet und so. Einfach neu würfeln. Ziemlich, ziemlich nice. Und ich denke, wir könnten ziemlich stark werden, wenn wir auch nur ein klein bisschen Glück haben, dann wird es funktionieren. Wir sehen uns. Bis dahin und tschüss.